119 Euro im Monat leasen. Opel, geboren in Deutschland, gebaut für uns alle. Amazon Prime Day dauert dieses Jahr 2 ganze Tage. Und am Montag geht's los. Am 15. Juli geht's los mit fantastischen Angeboten für alles, was Ihr Herz begehrt. Von Elektronik über Outdoor-Aktivitäten bis hin zu Wohnen. Mit Marken wie Samsung, Puma und Philips, inklusive Du. Alle an einem Ort. Das kriegst du dir immer hin, hast du, das muss ich mal sagen. Ja, schön. Ich bin auch mit dran gerade. Ah. Ich hab nicht so einen kurzen, ich hab den normal lang. Hast du den Veliko abgekürzt? Nee, das ist der von Robbe. Ach, der ist von Robbe. Aha. Letzte Woche gekommen. Oder die Woche, ja. Der LKW? Ja. Hast du den so gekauft? Mhm. Ah. Ja, der ist ja so von Robbe. Wird der verkauft. Genau so. Ja, aber jetzt nicht mehr. Nee. Du warst denn ja näher. Ja, Kleinanzeigen. Ah. Gestartet. Ja, da hast du Glück. Genau. 125. Aber Pech gehabt, weil der war komplett beleuchtet. Ja. Und ist dann durch einen Fehler, weil der so bescheuert verschaltet ist, die Elektronik. Ich habe einen Regler abgezogen, weil ich ihn auf eine andere Stelle machen wollte. Ja. Und dabei ist die komplette Elektronik durchgegangen. Ei. Weil dann der ganze Strom, der eigentlich über das PEC gegangen ist, ist dann über über die Beleuchtungsplatine gegangen. Und dabei ist alles durchgegangen. Oh, wow. Komplette Beleuchtung. Sehr schade. Guck mal, der Burger, oder? Das ist ein Burger. Ja, weiß ich. Nicht von China, scheiße. Du hast auch so einen. Hast du den ja mitgebracht? Ja, Schatz. Hast du den selber gemacht, den Burger? Auch nicht. Auch fertig gekauft. Auch wird gehabt. Ich hab das Ding ja schon gesehen, hat sich glaube ich mal gezeigt, das Video mit dem Pastell aus wieder mit dem Tiefstift da. Ich wäre mal froh, wenn meiner verlaufen würde, so wie der läuft. Ben, fahren kann er auch? Weil ich am Überlegen bin, ich hätte ihn gerne getraut. Na! Dann Es gibt, ich kann dir eine Adresse geben. Was? Achso. Mit der Magom-Hydraulik, die er verbaut hat. Magom-Hydraulik? Ja. Der passt oder da rein? Oh. Aber ich hätte gerne vierfach Ventilblock, dass ich vorne noch ein 2-Zahlen-Greifer dann machen kann. Das ist gar nicht schwierig, ne? Was? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hör ich schon. Weißt du, Magom passt alles? Wie gesagt, der eine hat es ja schon eingebaut. Von sich gibt es ja einen Drehkranz, einen Drehkranz hier drin. Ja. Hab ich dafür einen Drehkranz drin? Gar keiner. Einfach nur ein Zahnrad draufgesetzt und ein Servo weg. Achso, von oben der Servo dran? Von unten. Von unten. Glaub ich dann. Okay. Und halt das Schild läuft leider nicht. Das wäre noch schön. Mhm. Aber ich kann der Funke nicht keine Kanäle mehr zum Preis. Achso. Ja, es ist halt nur schön, ich finde die halt sehr kompakt und sehr schön zu dem Bagger. Ja. Das ist so, das ist die Möglichkeit. Ja, Dennis. Ich glaube, wir müssen mal hinsetzen, ne? Alles einfach, Mann. Ja, du hast mehr Zeit als ich. Ja, mein Verfallsdatum ist näher. Ach so, ja. Wo ist, muss ein Kipper nicht rein, ne? Ja, ich glaube auch mal. Gerade zu dem kleinen Bagger, der passt so perfekt. Sehr schick. Der ist richtig schick. Ja, vor allem, das muss nicht immer ein Dampfer und ein
nee, 100 nee, Tonnen Bagger nee, sein. Nee, nee, gar nicht. Ich glaube, die ganze kleine Serie vom Bruder, ich habe sie fast zusammen. Ja? Wo ist der Bagger, muss ich noch machen? Stehen sie, ja. Ja. Na gut, ich habe jetzt die kleine Walze, den Radlader habe ich nicht. Du hast einen Radlader, ne, vom Bruder? Ja, den kleinen da. Den, ne? Ja. Da bin ich ja dran. Nee. Hinterachse habe ich ja schon geplant. Ja. Den Achsträger habe ich mir schon ausgedruckt. Nach und nach. Ich guck mal, dass ich das alles hinkriege. Ja, natürlich. Hier machst du einen Karton voll und hast alles an der Hand. Das werden wir noch ändern, ne? Ja. Gut. So, zurzeit kein Platz. Schön, ja. Mit der passt rein.